neuer GT3 Cup. Also was an Racing kommt dieses Jahr, aber die ist auch so abartig teuer. Kommen bald wieder Iron Force Jacken und wie sieht es aus mit Espresso-Tassen? So, schönen guten Tag, liebe Seelchen. Namaste, meine Seelchen. Wir sind am Porsche-Zentrum. Schnellladestation übrigens am Start. Den Apparat schon angeklemmt. Mal kurzfristig das Fahrzeug wechseln. Taycanovic nämlich gebraucht wird. Und deswegen werden wir jetzt, bevor wir unser Q&A starten, mal eben unser Hab und Gut in ein anderes Fahrzeug einladen. Und zwar in diesen wunderschönen Cayenne E-Hybrid. Also Q&A machen wir heute mal ein bisschen anders. Wir sind nämlich im Porsche-Zentrum Niederrhein. Und da haben wir uns gedacht, können wir uns während des Q&As noch ein paar Autos angucken. Erste Frage, Sonnenbrillen? Fragezeichen. Ja, kommen. Sehr, sehr, sehr geile Sonnenbrillen. Ist aber natürlich mit Corona und Co. alles nicht so einfach. Dauert also ein bisschen, aber die kommen. Gracias. Nächste Frage. 991 GT3 RS oder 992 GT3? Da bin ich ganz schnell mit fertig. 992 GT3. Und das ist hier natürlich kein 992 GT3. Wobei die Farbe mega geil ist. Ich finde silberne Autos immer extrem schön. Und alte Fahrzeuge in so weiß oder silber oder schwarz sind immer sehr schwer zu kriegen. Auch hier so ein 911T aus 1973. Extrem schöner Koffer. Was kommt noch an Racing dieses Jahr und werden Tulpen nochmal nachgezüchtet? Also Tulpen ist ja momentan Hochsaison, ne? Tulpen kriegt er überall. Ich empfehle ja die klassischen Tulpen, nicht die gefüllten, ne? Die kippen so schnell, das ist kacke. Nimm eine klassische Tulpe in weiß, bist du ganz vorne. Und was an Racing noch kommt dieses Jahr, das gucken wir mal. Ne? Ja, das haben wir schon gezeigt. Also was an Racing kommt dieses Jahr, haben wir jetzt, wo ihr das Video seht, habt ihr es schon gesehen? Also ein Teil davon auf jeden Fall. Ne? Es kommt was. Es kommt einiges. Da wird lustig, wird schön. Und wie gesagt, auch die Zukunft Iron Force und so, das wird ein spannendes Thema, freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich auch drauf, mit diesem Schätzchen hier, Porsche 356 Coupé, voll restauriert vom Porsche Zentrum Niederrhein, mal dem nächsten Video zu machen. Dann werden wir mit diesem schönen Schmuckstück mal irgendwo hinfahren. Dann machen wir uns noch mal ein schönes Wochenende mit, Jungs. Ja, würde mich ja mal interessieren, ob ihr das feiern würdet, wenn man mit so einem Schätzchen was macht. Und ihr könnt auch mal vorschlagen, was wir damit machen sollen. Jetzt nicht so ein McDonald's Drive-In oder so, das fände ich jetzt langweilig. Aber zum Beispiel so ein Roadtrip zum Porsche Museum Gmünd mit dem alten Stuhl hier. Das sieht ja schon... Das sieht auch gemütlich aus. Das ist auch gemütlich. Da sitzt du drin wie ein Großer. Und weißt du, was das Allerbeste ist? Wenn du ein Mäuschen dabei hast, dann kannst du einfach so machen. Weil du so nah zusammen bist und das Auto innen drin so eng ist, dass du die einfach so in den Arm nehmen kannst. Dann kannst du schön in den Sonnenuntergang gleiten. Immer noch zwei gute Fragen, die packen wir mal in eine. Kommen bald wieder Iron Force Jacken und wie sieht es aus mit Espresso-Tassen? Läuft beides. Die Espresso-Tassen, die werden alle Espresso-Liebhaber wegballern. Vom Planeten wegballern sozusagen. Freue ich mich drauf. Italienische Tässchen, genauso wie sie sein müssen. Tutto bene, wie der Franzose sagt. Und hier haben wir einen wunderschönen 964 3,3 Liter Turbo in perfektem Zustand. Ihr kennt das Auto, sind wir schon mit unterwegs gewesen. Erste Hand. Was hat der gelaufen? 25 oder so weit? Ja, ich bin so gut, ey. 25.558 Kilometer, steht da wie eine 1. Top, richtig schön. Ich habe letztens einen gesehen in Sternrubin, ja, ähnlicher Zustand, ein bisschen mehr gelaufen, aber nicht viel. 300.000 Kracher. Wenn ihr euch mal gefragt habt, wo ist der Vorteil, wenn ich mein Auto lange stehen lasse, ne? Gibt eigentlich keinen richtigen Vorteil, es sei denn, ihr habt ein Luftfahrwerk. Weil wenn der dann etwas länger steht, dann kommt der noch mal ein bisschen runter. Also ich muss ja sagen, das sieht schon schnittig aus. Ne? Da habe ich aber was anderes Schönes gesehen. Guck mal. 991 Carrera GTS 991.2 in PTS, also Sonderlack, Paint to Sample, Brewster Green. Aber wie geil ist das bitte? Das sieht so mega aus, dieses Auto. Grün mit den gelben Keramik oder mit den gelben Sätteln zur Keramikbremse, mattschwarze Räder, Zentralverschluss, Schalensitze, klappbar, kein Schiebedach,
Mega schön. Super sexy. Oh, guck mal hier, er hat richtige Kennzeichen. Kleve, das ist der Kreis, wo Geldern ist, meine Heimatstadt. Und S steht natürlich für Slotty. Das ist leider nicht meiner. Aber sehr schön. Sag mal, kann jeder so einen Sonderlack bestellen? Theoretisch ja. Also Sonderlack ist immer ein super heikles Thema, weil es fürs Porsche-Zentrum immer mega viel Arbeit bedeutet, für Porsche selber mega viel Arbeit bedeutet. Das ist wirklich nicht einfach. Ja, weil die Autos sind ja, ich sag mal, die werden ganz normal ja am Band gebaut. Ja, und dann gibt es eine Farbpalette, die du auswählen kannst. Und wenn du eine Farbe haben möchtest, die es nicht gibt, dann müssen wir erstmal die Farbe anrühren. Dann müssen wir die Kiste runterholen von der normalen Produktionsschiele, alle Teile in deiner Sonderlackfarbe da bestellen, lackieren, die du bestellt hast. Und das bedeutet natürlich einfach viel mehr Aufwand. Und deswegen ist auch so eine Sonderlackfarbe immer echt richtig, richtig teuer. Je nachdem, was du für eine Farbe hast, kann sowas auch mal 12.000 Euro kosten. Beim Brewster Green ist jetzt, glaube ich, nicht so extrem teuer. Aber diese ganzen, hier Lichtgrün zum Beispiel. Lichtgrün, meine Lieblingsfarbe, die ist auch so abartig teuer. Wahnsinn. Unser alter Freund Takeshi, liebe Grüße Takeshi, ne? Liebst du mich? Ja, Mann. Ich liebe dich, Bruder. Welches Auto ist der König der E-Autos? Taycan Turbo S natürlich. Wobei ich sagen muss, Taycan Cross Turismo Turbo S ist, glaube ich, die neue Nummer 1. Eine sehr, sehr nette Frage. Und zwar steht hier die wichtigste Frage überhaupt: Wie geht's dir? Vielen Dank. Ich muss sagen, mir geht's echt gut im Moment. Kommen schöne Dinge auf uns zu und das freut mich sehr. Ja, und ich habe mich auch mega über das Feedback gefreut nach Dubai und Abu Dhabi. Und wieder so ein Iron Force Auto, was ganz anderes, LMP3, sah auch super rattenscharf aus. Und müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass wir Miss Pushword auch nochmal in den Dienst zurückbringen können dieses Jahr. Ansonsten haben wir noch so 3-4 andere Ideen. Wir haben ja letztens schon mal irgendwann gesagt, da waren es glaube ich noch 3 Wochen, bis sie zurück ist. Und ich denke so eine Woche, anderthalb wird es noch dauern. Also alles ein bisschen special, wenn du so dein ganzes Racing-Equipment durch die halbe Welt verschiffst. Und dann werden wir auf jeden Fall auch auf die Verlosung der Carbon-Teile nochmal eingehen. Wie wir das genau machen, wann das stattfindet und so weiter, das war nämlich auch eine Frage hier. Da werden wir noch mal ganz in Ruhe drauf eingehen, wenn Miss Pushword wieder zu Hause ist. Ja, und hier haben wir auch ein super schönes Auto in Racing-Gelb, ein Boxster T. Also das ist quasi so ein bisschen die Leichtbau-Variante, gibt es auch beim Cayman. Und beim 911er hast du hier zum Beispiel die gleichen Türschlaufen wie GT3. Alles auf leicht gemacht, ein bisschen sportlicher, wenig Klimbim, dafür Fahrspaß. Finde ich natürlich auch cool hier mit den Nadelstreifen in Gelb, gelbe Naht, alles schön abgesetzt. Das sieht schon extrem cool aus, muss ich sagen. Die ganzen Mittel- oder die beiden Mittelmotormodelle von Porsche, die machen auch richtig, richtig viel Spaß. Auto ist ein bisschen kompakter, schön agil, Mittelmotor, da kannst du richtig Spaß mit haben. Und soundtechnisch auch immer wieder cool. Gerade Cayman, weißt du, wenn du so vor dem Motor sitzt direkt und dann schön die Gänge mal durchreißt. Ach, herrlich. Und dann habe ich hier noch eine Frage, die natürlich auch sehr interessant ist. Neuer GT3 Cup. Ja. Die nächste Frage, passend, mehr oder weniger passend, zu diesem wunderschönen Modell hier. Basis ist ja ein GT3. Ja, Speedster ist im Prinzip ein GT3 ohne Dach. Mehr oder weniger ohne Dach, kannst du natürlich zuklappen. Musst du aber händisch machen, geht nicht alles elektrisch. Ein Teil, aber nicht alles. Und handgerissen, das ist eh das Geilste. Und was ich auch richtig cool finde bei dem Auto jetzt hier, Keramikbremse, schwarzer Sattel. Kannst du seit kurzem auch am 992 Carrera und so weiter überall bestellen. Du kannst quasi alle Sättel in schwarz kriegen. Finde ich sehr sexy. Haben wir übrigens auch bei unserem wunderschönen 911er gemacht. Beim schönen Carrera S992 in Kreide wird er übrigens kommen. Ihr habt abgestimmt und der Bock kommt in Kreide. Aber zurück zur Frage. Und zwar war die Frage, Jan, hältst du es für realistisch, dass der Karfreitag stattfindet, oben am Ring, an der Nordschleife? Ich kann euch mal was dazu erzählen. Und zwar, aus meiner Sicht macht der Nürburgring alles, was in seiner Macht steht, damit wir da oben fahren können. Damit wir auch jetzt in dieser ganzen Corona-Krise und so weiter
wenigstens da ein bisschen Normalität bekommen. Ja, klar, jetzt werden viele sagen, ah, wir dürfen uns da nicht treffen und das dürfen wir nicht und das dürfen wir nicht. Okay, da sage ich ganz ehrlich, na und? Fitnessstudios und alles andere, was du so an Hobby machen kannst, ja, hat zu, da geht gar nichts. Der Nürburgring, die Nürburgring GmbH, die reißen sich den Allerwertesten auf, damit das irgendwie stattfinden kann. Die Umsetzung finde ich mega, die Ansprache an die Szene finde ich mega, die machen einen mega Job. Wenn es in irgendeiner Art und Weise möglich ist, wird es stattfinden und wenn es nicht möglich ist, sage ich ganz ehrlich, Jungs, Mädels, dann lasst uns unseren Karfreitag verschieben auf den Tag, wo es halt geht. Ja, dann ist Karfreitag eben nicht in anderthalb Wochen oder in einer Woche. Ja, dann machen wir Karfreitag für uns, für den Ring, für die Szene, machen wir es halt einfach im Juni. Ist doch egal. Ich hoffe, dass es stattfindet. Und wenn es nicht stattfindet, weil die Zahlen gehen überall wieder hoch, dann bleiben wir zu Hause, machen gemütlichen und dann machen wir eben Karfreitag, sobald es möglich ist. Die letzte Frage für heute. Was hältst du von einem neuen Elfer in Bordeaux-Rot? Du meinst bestimmt Kaminrot. Dieses Couleur sieht auf dem Taycan richtig, richtig gut aus. Hier steht auch noch ein Cayenne GTS in Kaminrot. Wichtig ist bei Kaminrot schwarzes Rad. Schwarzes Rad ist ganz, ganz wichtig und alles andere, was du so in schwarz bestellen kannst, musst du auch in schwarz machen. Dann ist das eine mega Farbe und auch auf dem neuen Elfer richtig, richtig geil. So, und wir müssen jetzt Gas geben, weil ich muss nämlich den Philipp zum Flughafen bringen. Der muss wieder nach Hause. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ne, immer schön dran denken, ist die Straße trocken, drauf den Socken, ist die Straße nass. Fuß vorm Gas. Ne? Tschüss.